Hier sind wir im Heilbronner Frankenstadion. Benefiz Fußball an einem Abend, der jetzt nicht mehr ganz hochsommerlich ist. Es war ein Spiel zwischen den Heilbronn Allstars gegen die Traditionsmannschaft des VfB Stuttgart mit Hansi Müller, mit Guido Buchwald, mit Karl-Heinz Förster als Trainer, mit Kevin Kurani, der hier einige Tore erzielt hat. 3:8 ging es aus, ein Benefizspiel für den guten Zweck, um Geld zu sammeln. Allzu viele Zuschauer waren nicht da, ein paar 100, 600, 700 vielleicht dürften es hier im Frankenstadion gewesen sein. Aber Spaß gemacht hat es auf jeden Fall allen. Guido Buchwald haben wir hier, 8:3 Sieger mit der VfB-Traditionsmannschaft. Ich gehe davon aus, das war viel, viel härter als 1990 WM-Finale, oder? Ja, absolut. Es hat aber unheimlich Spaß gemacht, muss ich sagen, heute. Und das sind gute Fußballer gewesen und wir haben uns, glaube ich, für unser Alter sehr gut bewegt und haben auch schöne Tore erzielt. Und ich glaube, es war heute auch ein richtig tolles, schönes Fußballspiel. Kevin Kurani, viele Tore heute Abend, alles super gelaufen. Sie können es noch richtig gut spielen. Sie nächstes Jahr zweite Liga für den VfB? Dankeschön. Ich denke, für die zweite Liga reicht es nicht mehr. Die VfB-Jungs werden das schon hinkriegen. Was trauen Sie dem VfB zu dann nächstes Jahr, zweite Liga? Reicht das für einen Wiederaufstieg? Es muss reichen. Ich denke, VfB ist eine Traditionsmannschaft, der in den letzten vielen, vielen Jahren oft Deutscher Meister geworden ist, auch ein Champions League gespielt hat früher. Und da muss der Weg wieder hingehen. Ich denke, der Wiederaufstieg muss gleich klappen. Der Kevin Kurani ist auch noch ein ganz spritziger Typ. Ja, sicher. Also ich bin ganz überrascht, dass er so groß ist. Also ich habe zwar, weiß nicht mal, wie ich gegen ihn mal gespielt habe, weiß ich gar nicht genau. Das war nach meiner Zeit. Aber wie gesagt, das war Gaudi und es sind einige Weltmeister da. Auch die Spieler, die dann reingekommen sind im Prinzip später. Also man sieht da schon definitiv, dass sie nicht mehr die Fittesten sind, aber dass sie mit dem Ball noch umgehen können, das ist definitiv bemerkbar. Ja. Aber ein feines Füßchen ist schon noch da. Also Guido Buchwald hat Beifall geklatscht für den einen Pass kurz vor Schluss. Ja, der Guido hat mir die Aufgabe gegeben, weil ich für ihn rein bin, dass ich mich sehr schnell gleich auf der Sechserposition zurechtfinde. Und das ist mir Gott sei Dank einigermaßen gelungen. Und ich glaube, da war der Guido dann auch erleichtert. Kann das so ein legendärer Zehner wie Hansi Müller Sechser spielen? Ja, in dem Spiel schon.